Willkommen zu Sportik TV. Und in Berlin, da hat sich jetzt in der Winterpause einiges getan. Querbeet werden wir einiges anschneiden. Wir beginnen aber mit Hertha. Zum Glück ist ja die Winterpause im Fußball so gut wie beendet. Wir stehen unmittelbar vom Rückrundenstart. Und da muss Hertha zunächst auswärts in Frankfurt antreten. Ja, liegt Frankfurt etwa der Hertha so gut? Denn im Auftaktspiel, da gab es eine 6:1 Klatsche für die Eintracht. Also das wird Armin Fee garantiert nicht wieder passieren. Und die Spieler haben vielleicht im Unterbewusstsein den Aufsteiger sogar unterschätzt. Aber wer wird in der Startelf nun voll auflaufen? Denn Hertha meldet, der Tank ist wieder voll. Mit Rückenwind kam sie aus Belek, aus dem Trainingslager zurück. Und nun volle Konzentration zum Rückrundenstart. Wer spielt im Tor? Thomas Kraft, an seinem Status wird im Moment ein bisschen gesägt. Man sagt zwar, er ist die absolute Nummer 1, aber Rune Jahrstein soll wahrscheinlich gleich die Chance bekommen, in der Rückrunde aufzulaufen. Da wird ein bisschen das mit Rückenproblemen bei Thomas Kraft begründet. Aber egal wie, ob nun Thomas Kraft oder Rune Jahrstein, es bedeutet ja für Marius Gersbeck, für Philipp Sprint und auch für Sascha Burchardt, die haben keine Perspektive mehr. Also Thomas Kraft, Rune Jahrstein, okay. Und die anderen, ja, wie sollen die aufgebaut werden und etwa Chancen oder Spielpraxis in der Bundesliga bekommen? Seid ihr anderer Meinung? Bitte tut sie kund, her damit. Und mein Tipp, naja, ich bin der Meinung, es wird diesmal ein Unentschieden, ein Remis. Allerdings steht noch die Frage im Raum, schafft Hertha eventuell sogar die Europa League? Heißt, ist Hertha schon soweit für Europa? Was meint ihr?